Mein Name ist Gitta Greif-Werner und ich jage in der Eifel. Ich bin Mitglied in einer Hegegemeinschaft. In Rheinland-Pfalz ist die Besonderheit, dass Hegegemeinschaften Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Das heißt, ihre Mitgliedschaft ist verpflichtend und die Beschlüsse sind für die Mitglieder bindend. Wir können auf eine kleine Erfolgsgeschichte zurückblicken. Denn in den vergangenen Jahren haben wir durch die Erstellung von Abschussplänen und den lückenlosen körperlichen Nachweis die Verwaltung erheblich entlastet. Vor allem aber ist es uns gelungen, die Waldwildschäden signifikant zu senken. Und so ist es auch kein Wunder, dass die Präsidentin Malu Dreyer Hegegemeinschaften als Erfolgsmodell bezeichnet hat. Der Entwurf zum Landesjagdgesetz lässt zwar Hegegemeinschaften weiter existieren, nimmt ihnen aber alle wesentlichen Kompetenzen, sodass sie quasi ausgehöhlt werden. Darüber hinaus wird das Muffel- und das Dammwild zum Freiwild erklärt. Wir alle wollen klimastabile Wälder. Das Landesjagdgesetz in seinem Entwurf setzt, um diese Ziele zu erreichen, dabei auf Methoden, die ich wildbiologisch und wissenschaftlich als antiquiert bezeichnen möchte, nämlich auf Abschuss, höheren Abschuss und noch mehr Abschuss. Dabei wissen wir seit Jahren, Jagddruck erzeugt Verbissdruck. Wir haben in den Hegegemeinschaften daher eine Strategie entwickelt, die auf modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Wir arbeiten mit gezielter Bejagung auf der einen Seite und mit Lenkung auf der anderen Seite. Wild soll sich dort aufhalten dürfen, wo es nicht zu Schaden geht, und soll auf den Flächen Druck erfahren, wo wir es nicht haben möchten. Das gelingt nur, wenn man detaillierte Ortskenntnisse hat und alle, die vor Ort tätig sind, mit ins Boot nimmt. Das ist eine sehr anstrengende Aufgabe, aber sie war von Erfolg gekrönt. Das neue Landesjagdgesetz macht das alles zunichte, denn zum einen wird die Verwaltung zentralisiert, sodass die detaillierten Ortskenntnisse nicht mehr vorhanden sein dürften. Noch schlimmer aber ist es, dass jeder Jagdgenosse jetzt das Recht bekommt, mitzujagen. Und diesem absoluten Wirrwarr, der dann entsteht, werden wir kein gezieltes, vernünftiges Konzept mehr umsetzen können. Das neue Landesjagdgesetz, so wie es da steht, hat für mich deshalb folgende Konsequenzen. Es verstößt gegen den Tierschutz und gegen das Tierwohl. Es verstößt gegen das Prinzip der Örtlichkeit. Ich gehe davon aus, dass in der Praxis das Ziel, klimaresiliente Wälder zu erreichen, nicht erreicht werden kann, sondern der Waldschaden wird steigen. Und vor allem schwächt es den ländlichen Raum. Daher sage ich, weg mit diesem Gesetz. Musik